Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute kommt der zweite Teil, wie versprochen, des Videos über das AL539B von Autel. Autel-Tester, und zwar um den AL539, wie schon gesagt. Das Display spiegelt ein bisschen. Ich versuche das mal zu kompensieren. Schwierig, die Sonne scheint gerade. Ich stehe draußen wegen dem Licht. Ihr seht also schon, der erste Nachteil, das Display von dem Ding spiegelt extrem. Aber da das ja normalerweise nicht während der Fahrt genutzt wird, naja. So, heute haben wir das Ding ausprobiert. Ich sitze jetzt hier in einem Seat Mii, Baujahr 2018. Der OBD-Anschluss befindet sich bei dem links unten unterm Lenkrad, also unterm Armaturenbrett in den Tiefen. Das Gerät ist bereits angeschlossen, hat sich beim Anschließen automatisch eingeschaltet und ihr seht jetzt das Hauptmenü. Hat sich ebenfalls automatisch geöffnet. So. Ihr habt jetzt die Möglichkeit hier, ihr seht es auf dem Display ganz links oben hier. Die Sonne ist echt sehr schön, dass es scheint. Also nicht meckern. Also ihr könnt das Motorsteuergerät auslesen. Das heißt also, wenn eure Motorstörlampe an ist, könnt ihr die Fehler auslesen. Dann ist hier ein Ready-Test. Das prüft dann Komponenten, ob die bereit sind. Gewissermaßen DTC Loop, da könnt ihr einen Fehlercode manuell eingeben, falls ihr einen habt von einem anderen Gerät zum Beispiel, und könnt dann suchen lassen in der Datenbank, was dieser Fehler bedeutet. Das Rest ist eigentlich relativ uninteressant. Interessant hier noch der Batterietest, zu dem kommen wir allerdings später, denn dazu muss ich das Gerät ja mit einem extra Kabel an die Batterie anklemmen. Und wir können hier einen Test starten, der den Anlasser überprüft. Und natürlich auch hier unten, ebenfalls wieder links, mit entsprechendem Kabel, das hier unten angeschlossen wird, können wir das ganze Gerät als Multimeter nutzen. Also wir rufen jetzt ganz einfach mal einen Fehler ab. So, ist natürlich kein Touchscreen. Ich will auch immer versuchen, mit dem Finger darauf zu touchen, funktioniert natürlich nicht. Wir rufen einfach mal was auf im Menü. Ich versuche mal hier. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich hoffe, ihr könnt was erkennen. So, mit OK auswählen. Natürlich müssen wir die Zündung des Fahrzeuges auch einschalten, sonst können wir keine Verbindung aufnehmen. Das tun wir jetzt. Was ihr da im Hintergrund hört, ist die Dashcam, die dann hochfährt. Die spielt immer so eine kleine Melodie. So, dauert ein bisschen. Ich verkürze das jetzt extra nicht, damit ihr seht, wie lange das dauert, bis er Kontakt zum Fahrzeug hat. Jetzt hat er Verbindung. Jetzt hat er alles ausgelesen. Und jetzt will er wissen, ob ich die gespeicherten Daten löschen soll, um Daten aus diesem Test zu speichern. Damit ist gemeint, die letzten Daten des Abrufens werden gelöscht, damit im Speicher Platz ist für neue. Ganz einfach gesagt. So, ihr habt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wir versuchen mal kurz zu lesen. Es sind natürlich keine Fehler hier drin, ist alles in Ordnung. Ihr seht, das sagt er auch. Keine Codes im Modul gespeichert. So. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten? Mit Taste für weiter. Ich kann Codes löschen. Das Piepsen übrigens das Gerät. Ihr seht, jetzt ist hier der Haken gesetzt mit der LED, der grüne. Das heißt nichts anderes, dass er keine Fehler gefunden hat. Ist also alles in Ordnung. Wohlgemerkt, der ruft nur die Daten des Motorsteuergerätes aus. Ist eine wackelige Angelegenheit, merke ich gerade. Aber ich hoffe, es geht. Ist halt, wenn man mit zwei Händen was macht.
und nur eine Hand zur Verfügung hat. Also ihr könnt Live-Daten auslesen. Probieren wir auch mal. Viele Live-Daten wir jetzt nicht auslesen können, da der Motor ja nicht läuft. Bitte warten. Gerne doch. Wohlgemerkt, ich verkürze das extra nicht, denn damit ihr seht, wie lange das jeweils dauert. So, jetzt kann ich, das ist natürlich wieder toll übersetzt. View Data oder Data oder wie auch immer. Machen wir mal. Komplette Liste. Ihr seht, er zeigt jetzt alles Mögliche an. Verschiedene Daten sind natürlich verfügbar. Zum Beispiel die Außentemperatur. Die haben wir hier. Was das alles Mögliche darstellt, das müsste man gegebenenfalls googeln. Oder für die Experten unter euch, ihr könnt das wahrscheinlich an den Kürzeln bereits erkennen. Ja, es sind 38 Live-Daten. Man kann natürlich auch auswählen und nur die anzeigen lassen, die man sehen will. So, man kann Standbilder machen von den Daten und auch abspeichern. Man kann hier, was haben wir hier? Überwachungstest und an Bord, schön übersetzt. Hersteller spezifische Codes gefunden, bitte wählen Sie den Fahrzeughersteller. Versuchen wir das mal. Alle möglichen Marken. Aber Seat ist nicht dabei. Notfalls könnte man VW nehmen. Aber man geht mal hier auf andere. Ah ja, jetzt kommt eine schöne Liste. Abgassensorüberwachung und so weiter und so fort. Katalysator. Ihr seht also alles hier. Lässt sich überwachen. Auch Fehlzündungen speichert er und wird er jetzt anzeigen. Gehen wir mal da rein. Testdaten werden ausgelesen. Jetzt kann ich mir anzeigen lassen. Der letzte Stand. Da müsste 0 kommen. Ja, 0. Alles in Ordnung. Keine Fehler, also keine Fehlzündungen. Bauteilprüfung, was ist das denn? Das gewählte Modul wird nicht unterstützt. Naja. Fahrzeuginfo. Drehen Sie den Schlüssel bei ausgeschaltetem Motor. Warum soll das jetzt gut sein? Das tun wir jetzt mal. So, da kann man alle möglichen Fahrzeugdaten, zum Beispiel auch die Fahrgestellnummer aufrufen. ECU-Name, das ist das Steuergerät. Hier steht also jetzt ECM Engine Control. Also Motorsteuergerät funktioniert. Ihr seht, ist ja gut. Ihr seht also hier eine Fahrzeug-ID-Nummer, das ist also die Fahrgestellnummer. Die rufe ich natürlich jetzt nicht auf. Funktioniert aber, habe ich schon ausprobiert. Eine Kalibrierungs-ID und noch verschiedene andere Daten, mit denen ich jetzt auf die Schnelle nichts anfangen kann. Funktioniert auf alle Fälle. So, wir machen jetzt mal diesen Test starten, was immer das sein soll. Ich nehme an, dass er den Anlasser überprüft. Ist ein bisschen holprig übersetzt, aber im Grunde geht es eigentlich. Man versteht, was er meint. Jetzt kriege ich hier eine Anweisung, Starter-Test, also tatsächlich Anlasser. Spannung 11,7 Volt. Schalten Sie alle Motorlasten aus. Haben wir gemacht. Stellen Sie sicher, dass die Zündung eingeschaltet ist. Ist, jawohl. Drücken Sie OK, um fortzufahren. Machen wir. Motor starten. Ich würde mal versuchen, das so hinzubekommen, ohne dass das Ding hier runterfällt. Anlasser ist normal. Zeit bis zum Reagieren wird angezeigt. Ja, funktioniert. Und da sollen wir nochmal OK drücken. Jetzt zeigt er sogar die Spannung an. 14,59 Volt. Ihr seht also, die Lichtmaschine lädt. Das funktioniert auch. Jetzt hole ich mal die andere Hand. Was haben wir hier noch? DTC. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Hier könnt ihr den Fehlercode einstellen und so weiter.
Masse oder Volumen, Fluss, Schaltkreis A, Bereich Leistung. Ich habe jetzt einen willkürlichen Fehlercode eingestellt. Ihr seht, funktioniert auch. So, ich bin jetzt im Batterietestmenü und er sagt mir jetzt, ich soll einfach die Batterie anschließen mit dem mitgelieferten Testkabel. Probieren wir mal. So. Jetzt seht ihr hier das Kabel zum Test der Batterie. Wird einfach angesteckt. So weit, so gut. Test scheint auch zu funktionieren. Aber ich kann den Test nicht machen bei meinem Auto. Das hat nämlich eine Start-Stopp-Automatik und deswegen eine EFB-Batterie. Und die wird wohl von dem Ding nicht unterstützt. Also ich wollte jetzt nichts riskieren. Und dann habe ich den Test einfach weggelassen. Aber es gibt ja auf der Website des Herstellers Listen, welche Fahrzeuge kompatibel sind und welche nicht. Angeblich, ich habe da nicht nachgesehen. Aber, ja, der Test des Autel AL539B verlief soweit positiv. Ach, übrigens hat auch der Multimeter funktioniert. Aber das Display sieht halt aus wie bei einem ganz normalen Multimeter. Spannung, Strom, Gleich- und Wechsel, Widerstand, Diodentest. All das funktioniert hervorragend. Also ihr braucht keine zwei Geräte mehr mitzuholen, wenn ihr Fehler sucht im Auto. Schlecht fand ich die Probleme mit der Sprache ganz am Anfang. Aber da hat mir der Hersteller ja rausgeholfen. Dann habe ich die deutsche Software installiert, was allerdings nur mit einem Windows-PC funktioniert, was ich nicht so prickelnd fand, da ich einen Mac habe. Aber ich habe es dann doch hinbekommen. Und jetzt funktioniert das Gerät tadellos. Alles geht. Die Übersetzung ist zuweilen ein bisschen holprig, aber ja, mit ein bisschen Fantasie weiß man, was er meint. Und ansonsten fand ich das Gerät für den Preis, es kostet ja weit unter 100 Euro, fand ich das Gerät eigentlich sehr gut. Also wer noch keinen Tester hat und dem es ausreicht, wenn er nur Fehler, die durch die Aufleuchten der Motorkontrollleuchte löschen und auslesen will, wenn wem das reicht, der ist damit gut bedient. Wer allerdings mehr möchte, weitere Steuergeräte auslesen, der muss ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen, aber auch da bietet dieser Hersteller einige Modelle. Ihr solltet halt schauen, dass ihr nicht in China bestellt, sondern bei einem deutschen Händler, sonst können noch Zollkosten auf euch zukommen. Außerdem habt ihr bei einem deutschen Händler auch nicht die Probleme, die ich hatte. Ich habe natürlich in China gekauft, wurde nur aus Deutschland verschickt, mit der Sprache. Also, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Und für einen Daumen hoch wäre ich euch sehr dankbar, denn die viele, die diese Videos schauen, sind immer noch keine Abonnenten. Also, ändern und auch Glocke klicken, dann erfahrt ihr immer ganz genau, wann ein neues Video kommt. So, jetzt geht's demnächst wahrscheinlich weiter mit dem Autoradio aus China. Habt ihr ja auch schon den ersten Teil fleißig geguckt. Das Video hat über 1000 Aufrufe bisher. Kommt also ganz gut an. Ja, warten wir es ab. Bis dann. Tschüss. Thank you.